Hey Leute, da sind wir wieder bei Outlast. Hier sollten wir geschnetzelt werden. Hier eine Notiz, warum haben wir die letzte Folge noch nicht gefunden? Ich bin noch nie. Ich bin noch in einem Stück. Ich bin hier, Lisa. Ich bin noch immer ich. Er wollte mich zu seiner Braut machen. Wollte mich schneiden. Vielleicht liege ich falsch. Der Welt von diesem Ort zu erzählen, würde sie nur herlocken. Sollte dieser Ort hier einfach vor sich hineitern und sterben? Ich werde es der Welt nicht erzählen. Wenn es bedeuten würde, die Infektion auszubreiten. Lass es alleine sterben. Lass es verrotten. Okay, das klingt natürlich nicht so toll. Okay. Wir treffen hier ja jetzt wieder auf unseren Freund dahin. So, ich verstecke mich mal eben unterm Tisch. Hier findet er uns ja nicht. Die Hohlbirne. Los, geh. Husch, husch dich. Seid alles Huren. Eure Verurteilung, eure kleinen gemeinen Augen. Ja. Also ja selber schuld, ne? Komm, geh nach da hinten. Verkusch dich. Renn. Renn, 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 renn. Diesmal schaffen wir es. Muss ich lang hier in die Tür rein? Tür vielleicht zuknallen sollen. Fuck. Ihr wollt mich alle verlassen? Ist es das? Ihr wollt mich verlassen? Fein. Geht, du und die anderen undankbaren Fotzen. Wer ist denn hier das Arschloch? Hä? Okay. Sind hier in einem Innenhof. Oder liegt eine Batterie? Sehr schön. Batterie aufgenommen. Drücke R, um die Batterie. Ja, weiß ich. So eine Akte. Die nehmen wir auch und lesen sie. Fall Nummer 2196. Das habe ich auf meinem Nummernschild. Okay. Patient Eddie Glaskin. Unser Freund da oben, glaube ich. Datum 9.06.2013. Erste Patientenbefragung. 14.02.2013. Alter des Patienten 46. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Garrett Snow. Therapiestatus. Luzide Traumfiguren bleiben weiterhin verschwommen. Glaskin behauptet fast konstant Kontrolle über die Traumphasen zu haben. Jedoch stimmen seine Berichte nicht mit dem REM-Zyklen überein. Extreme arrhythmische REM-NREM. Morphogenetischer Antrieb hat sich bei 90 ppm stabilisiert. Diagnostik. Schwere bronchiale Akkumulation. Der Ausschlag, der vermutlich durch die Hormontherapie vorgerufen wurde, hat sich zurückentwickelt und ist verschwunden. Seitdem keine Latexschläuche mehr verwendet werden. Anmerkung. Noch immer ist es frustrierend, Glaskin zu befragen, da er kontinuierlich versucht, uns das zu sagen, was wir hören wollen. Während er gleichzeitig geschickt versucht, bestimmte Elemente der Wahrheit zu umgehen. Seine Kindheit bleibt weiterhin offensichtlich fiktiv. Er behauptet, er sei in Erwachsenen, müsste man sein, auf Erwachsenen. Trotz der traumatischen und gewalttätigen sexuellen Erfahrungen, die sowohl in öffentlichen als auch medizinischen Berichten zu finden sind. Als ich ihn mit Bildern konfrontierte, die sein Vater und sein Onkel aufnahmen, reagierte er mit einer Mischung aus Lachen und Wut und er wurde fixiert.
Auf eine ähnliche Weise weigerte er sich auch über seine Opfer zu sprechen, sowohl kategorisch als auch spezifisch. Als ich ihm Bilder der Frauen zeigte, weigerte er sich zuzugeben, dass sie tot oder verstümmelt seien. Er behauptete, Fortschritte im morphogenetischen Antriebsprogramm gemacht zu haben, die er bisher nicht erreicht hatte. Er sagte, er könne deutlich die Stimmen des Wall Rider hören. Wenn er nur die Augen schließen würde, er versucht ganz offensichtlich immer noch seinen Ärzten zu schmeicheln. Ich werde nicht spekulieren, was er sich davon verspricht. Okay, er war wohl wie Billy im morphogenetischen Antrieb. Wir packen hier direkt mal rein. Hier ist sonst nichts. Oh, ist mal rausgefallen. Da kommen wir auch nicht mehr zurück. Das wäre ja dämlich. Okay, dann gehen wir da wieder rein. Ich wette, wir treffen da drin auf das nächste Monster. Juhu. Oder sehen wir den nochmal wieder? Ich hoffe nicht. Aber vermutlich. Hier ist der Aufzug. Sind wir hier nicht von runtergesprungen? Sind wir hier nicht runtergesprungen? Das ist meine Batterie. Sehr nett. Okay, hier ist sonst nichts. Da kommen wir nicht hoch. Okay, speichert. Emergency Evacuation. Wir sind hier unten. Hier, 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 da sind wir. In dem Raum, daneben ist ein Raum. Da ist irgendwas Großes. Mail Ward. Mail Ward ist das Blaue. Und wir sollen in den Administrator-Block. Für diese Türe sind Schlüssel notwendig. Und das ist das Grüne. Das heißt, wir müssen durch den Mail Ward hier hin. Okay. Exit, Restroom ist alles gar nicht eingezeichnet. Okay, wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Ja, hier. Diese Tür ist ein Schlüssel. Nur den Schlüssel. Super. Dass das nochmal unsere Aufgabe ist. Eine Batterie. Sehr schön. Was ist hier? Schande. Alter. Puppentheater oder was? Kommen wir hier durch? Nein, das ist verschlossen. Also müssen wir hier durch. Die Küche. Coffee! Schöne Tasse. Ich glaube, da trinkt man Tee drin. Bin mir aber nicht sicher. Mega Küche. Komm mal hier. Batterie. Haben wir schon wieder 3 von 10. Ist doch schön. Ah, da kommen wir weiter. Und hepp. Alter, was ist dir denn passiert? Hast du Spaß gehabt? Okay, die sind auch alle, ne? Die waren alle mal Männer, wenn man sich hier die Nähte anguckt. Das sind vermutlich alles Glaskens Opfer. Wenn ich mir das hier so recht überlege, will ich da gar nicht rein. Ja, Notiz, okay. Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche. Wie gehäutete Hasen. Verstummelte Männer. Gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er schafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären. Er schafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen, die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen.
Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst. Pisse und kupfernes Blut. Fleisch, das zu Aas wird. Lecker. Müssen wir hier hin? Ich will nicht. Speichert nur super geil. Ist eine Turnhalle, so wie es aussieht. Mit schöner Musik. Und Bauleuchtern. Schön Blut. Da standen wir doch gerade vor. Da haben wir das hier gesehen. Hier kommen wir lang. Ja, hier kommen wir lang. Und er ist wieder da. Freut euch. Ich nicht. Ich hasse diesen Arsch. Ich hasse es. Okay, der ist da hinten irgendwo. Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Ist der in der Turnhalle? Ich kann gerade gar nicht zuordnen, wo der ist. Scheiß drauf. Was ist das hier? Sieht nach einem Klassenraum aus dem ehemaligen. Batterie macht schlapp. Irgendwie keine Batterie drin. Der bleibt, wie es aussieht, da hinten. Hier steht ein Schrank vor, den könnte man wegschieben, wenn man irgendwie Raum reinkommt. Singen mehr. Okay, hier kommen wir auch noch lang. Schick. Da hängt der Schlüssel. Ich wette, wenn wir den nehmen, dann sehen wir ihn. Da geht's lang. Liegt Batterie unterm Tisch. Ich will dieses Geistergeheule bitte nicht mehr. Könnt ihr damit vielleicht aufhören? Was wir jetzt eben machen, ist zum Flüchten gleich den Schrank beiseite. Komm, hopp. Tür schon mal auf, dann können wir hier gleich durchrennen. Ich wette mit euch, wenn wir den Schlüssel jetzt nehmen, dann kommt dieser zuckersüße, feine Herr. Speichert. Nimm den Schlüssel und renn. Schicht durch. Der kommt aber nicht durch, ne? Nein! Scheiße! Ich dachte, der kriegt mich unter dem Tisch nicht. Und steh auf und renn, 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 renn. Der kriegt dich nicht. Nein, der kriegt uns nicht. Der
wir wieder den Durchbruch schaffen. Den scheiß Durchbruch schaffen. Komm doch! Jetzt nicht gleich da durch die Tür gespeichert. Okay, jetzt wo er gespeichert hat, machen wir in der nächsten Folge weiter. Also wir sehen uns, Leute. Ciao.